Hey yo und herzlich willkommen zurück zum neuen Video von mir. Ja, wie ihr es wahrscheinlich auf meinem Kanal schon mitbekommen habt, habe ich für mich entdeckt, so Überraschungsboxen zu bestellen und auszupacken. Dieses Mal ist hier ein Paket von der Get Digital Box mit dabei. Und da wollte ich jetzt einfach euch mal mitnehmen, was hier so drin ist. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Video. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. So. Also, das hier ist jetzt, wie gesagt, die sogenannte Get Digital Box. So erwartet uns der Inhalt. Und ich musste meine T-Shirt-Größe mit angeben und habe jetzt hier ein T-Shirt mit bei. Mal gucken, ob das auch Größe L ist. Ja. Na, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn man ein T-Shirt hat. So, wenn ihr im Hintergrund einen Terrier jaulen hört oder fiepsen hört, das liegt daran, dass wir eine Freundin zu Besuch haben, die ihre Terrier dabei hat und die sind die ganze Zeit hier im Rumfiepen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Naja, egal. So, das ist auf jeden Fall mal das T-Shirt. Das gefällt mir wohl in Schwarz, ein bisschen bunt, ist ganz cool. Gerade wenn man Tiere hat, ist es auf jeden Fall eine bessere Farbe schwarz zu haben. So, was haben wir noch drin? Dann haben wir dies ist ein Sammelmodell, steht da hinten drauf. Ja, macht die Kamera das scharf? Würde mich wundern, wenn sie das hinkriegt. Doch, da. So, da haben wir hier einmal so ein schönes Figürchen drin. Da ich ja mit Marvel eigentlich schon ein Fan von bin, weiß ich aber jetzt gerade nicht, wer das hier ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier Doctor Strange ist. Ich weiß jetzt schon, dass Miguel mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben wird von wegen, ey, du wusstest nicht, wer das ist? Ha, hier steht sogar drauf, Doctor Strange. Na komm schon, schalte scharf. So. Ja, Dr. Strange. Ich wollte ihn jetzt mal gerade auspacken, aber ich kriege ihn hier jetzt nicht so schnell daraus befreit, weil das natürlich zugeklebt ist. So. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Oh, wieso haben die das denn so fest verklebt hier? Von allen vier Seiten. Ich fasse es nicht. Ja. Toll. Super. Dadurch, dass ich das jetzt hier so rausgefallen ist, ist die Figur gleich kaputt gegangen. Toller Scheiß. Mann, ey. Hier, der Arm ist ab. Hätte ich wohl in der Box lassen sollen, was? Naja, egal, ich bin eh kein Dr. Strange-Fan. Na, also wenn jemand von euch die Figur haben will, kann er mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich schicke sie demjenigen umsonst zu. Das mache ich wohl auf jeden Fall. Ja, die Doctor Strange-Figur kann ich wieder einpacken, wenn die Kamera aus ist. Stück vom Finger abgefallen. Alles das, weil die Verpackung so scheiße sich öffnen ließ. So. Jetzt machen wir mal weiter. Dann haben wir ein Munchkin Starfinder Pegaso-Spiel. Okay, so, ich hole euch das mal einmal ran. Ja. Es ist wohl ein Kartenspiel. Ich kenne mich damit aber überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was Munchkin ist. Und ich weiß auch nicht, was Starfinder ist. Ja, Leute, das ist halt so eine Sache, ne? Ich meine, solche Überraschungsboxen wie Loot Chest und Get Digital sind natürlich Nerd- und Geek-Boxen so, ne? Aber wenn man jetzt, sage ich mal, mit diesen ganzen Marvel, DC-Comics und so nicht ganz so drin ist, dann weiß man halt teilweise damit nichts anzufangen. Und so ist es halt jetzt in meinem Fall, ne? Das muss ich einfach mal dazu sagen. So, jetzt haben wir hier 100 Iconic Movies. Okay. Was ist es? Ach so, okay, es ist ein
Kratzposter, wo man so Felder freirubbeln muss, wo dann Filmtitel stehen. Ne? Also hier zum Beispiel 2001 A Space Odyssey. Ne? Ja, keine Ahnung. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Ne? So, dann haben wir ein Lolli. Ich kann das gar nicht lesen, was da drauf steht. Vielleicht könnt ihr das ja entziffern. Türkis Peba. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ist auch irgendein Schrott. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier so ein Schlüsselbord mit einer Kassette. Das finde ich wohl ganz cool. Ne? So, dann haben wir noch Plant, Plant.zip und Plant.zip.zip. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Wie gesagt, ich bin da nicht in der Szene drin. Keine Ahnung. Für mich ist das einfach. Naja, ich würde mir das nirgendwo hinhängen. Das hier schon eher, ne? Aber das hier, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll, weil ich weiß ja nicht mal, was es bedeutet. So, dann haben wir hier noch ein Prospekt von der Get Digital Box mit Eigenwerbung. Dann ein Danger Girl Comic. Ne? Ist auch jetzt nicht so mein Fall. So, dann haben wir hier Zauberwelten Online, ein Prospekt. Da kann ich euch auch leider nicht sagen, was es ist. Sieht mir irgendwie so ein bisschen nach Mittelalter-Szene aus. Also auch für mich vollkommen uninteressant. Was haben wir noch hier? Wir haben hier noch einen so ein Ansteck-Badge oder wie auch immer das heißt. Und da steht drauf: I can explain it to you, but I can't understand it for you. Ja, okay, so viel nach dem Motto: Ich kann es dir erklären, aber ich kann es für dich nicht verstehen. Ja, Leute, was soll ich sagen? Nicht Loot-Chest, sondern Get Digital Box war für mich jetzt hier eine große Enttäuschung. Mit vielen von diesem Kram kann ich nichts anfangen. Wenn jemand von euch hiervon etwas haben möchte, kann er mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich schicke es ihm jeden zu, aber das war ein absoluter Reinfall. Wenn ihr auf meinem Kanal mal ein bisschen weiter runter guckt, bei den Videos von vor ein paar Jahren, da hatte ich mal eine Loot-Chest ausgepackt. Die war 1000-mal geiler als das hier. Das hier ist für mich nichts. Sage ich euch ganz ehrlich. 30 Euro verbrannt. Naja, ich muss da jetzt durch. 3-Monats-Abo habe ich abgeschlossen. Das hier mit der Figur war auch ein Reinfall, dass sie so scheiße verpackt war und beim Auspacken so krass auf den Tisch gefallen ist, dass sie kaputt gegangen ist. Ja. 30 Euro hier auf dem Tisch liegen, wo ich nichts mit anfangen kann. Na, wobei, das T-Shirt und das Ding hier. Ob das 30 Euro wert sind. Normalerweise soll man ja in den Videos immer freundlich sein, oder versuche ich das zumindest, aber ich kann euch sagen, dass das jetzt für mich eine reine Enttäuschung war. Na? Aber naja, wie gesagt, wenn einer von euch etwas hiervon haben möchte, kann er mir gerne schreiben. Ich verabschiede mich auf jeden Fall von diesem Video an dieser Stelle und würde sagen, bis bald, Leute. Macht's gut, lasst euch nicht ärgern. Ciao, ciao.